Hallo zusammen, das heutige Video startet schon wieder im Auto, aber etwas anders diesmal. Tja, und während ich jetzt genüsslich futtere, erkläre ich euch, was ich vorhabe. Das tut mir aber leid. Also heute ist Samstag und ich starte heute eine Bergtour. Morgen am Sonntag geht's kraxeln und auch wieder heimfahren, denn am Montag muss ich arbeiten. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, ja, wieso bist du nicht schon am Freitagnachmittag oder Abend gefahren? Ja, Pustekuchen, Wetter hat nicht mitgespielt. Freitag hat es noch richtig tierisch geregnet. Heute ist es ja wolkig und böig, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Vor allen Dingen, ich fahre ja insgesamt hin und zurück 1000 Kilometer und da brauche ich kein schlechtes Wetter. Für Sonntag ist Kaiserwetter vorhergesagt, ja, und deswegen fahre ich jetzt eben erst am Samstag los, übernachte dann am Parkplatz und gehe in aller Frühe los, um es genau zu sagen, um 1 Uhr früh, damit ich nachmittags wieder im Auto bin, um noch heimfahren zu können. Denn wie gesagt, am Montag ist Arbeit angesagt. Bekloppt, oder? Egal. Wohin soll es eigentlich gehen? Also ich fahre nach Garmisch-Partenkirchen zum Eibsee. Von dort startet die Tour. Dann geht es weiter durch die Höllentalklamm, von der wird man natürlich nicht viel sehen, weil es ja in der Nacht ist, wo ich da durchgehe. Dann geht es hoch auf den großen Waxenstein, das ist das eigentliche Ziel, da ist ein bisschen Kletterei angesagt. Dann runter über den Schafsteig zur Riffelscharte und dann von dort aus wieder runter zum Eibsee. Das ist eine schöne Rundtour, war ich auch noch nicht. Die Riffelspitzen, die haben mich eh schon die ganze Zeit mal interessiert, vielleicht gehe ich sogar auf eine rauf, je nachdem wie die Zeit reicht. Ich freue mich drauf. Ja, und ich hoffe, ihr seid dabei. So, 19 Uhr, ich bin angekommen. Jetzt heißt es schnell noch was zu Abend essen und dann schlafen, weil ich will ja schon um 1 Uhr früh los. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, weil das heißt, ich muss irgendwie im Hellen versuchen zu schlafen. Und hier nebendran verläuft eine Straße, die ziemlich befahren ist. Naja, muss irgendwie gehen. So, dalla. Dann mal gute Nacht. Hoffentlich geht das gut. Bis morgen dann. Moin, moin. Gerade hat der Wecker geklingelt. Es ist 1 Uhr früh. Zeit aufzubrechen. Das erste Etappenziel ist die Höllental-Angerhütte über die Höllental-Klamm. Und wenn ich dort bin, müsste es so langsam aber sicher hell werden. Also, dann mal los. Es ist 1.30 Uhr, ich bin gerade losgelaufen und ein Blick in den Himmel verrät mir, dass es im Moment noch bedeckt ist. Ich sehe keine Sterne. Es soll aber zum Morgen hin aufklaren und wie gesagt Kaiserwetter werden. Naja, schauen wir mal. Der erste Teil des Weges führt auf einem kleinen Trampelpfad durch den Wald. Und da das ein bisschen schwer zu finden ist, bin ich das gestern schon mal abgelaufen und habe mir hier so Steinmarkierungen gelegt, dass ich den Weg auch finde. Außerdem habe ich mir markante Punkte eingeprägt, wie diesen Bach zum Beispiel. Denn das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, ist, dass ich mich jetzt hier verirre und unnötig Zeit verschwende. Einmal rechts abbiegen. Das klappt hervorragend mit den Markierungen. 10 vor 2. Es ist unglaublich warm, dadurch, dass es bedeckt ist. Ich bin jetzt schon im T-Shirt. Wahnsinn. Ja, und gleich habe ich es auch geschafft. Da stoße ich auf den offiziellen Wanderweg zur Höllentalklamm. Perfekt. Jetzt bin ich auf dem Wanderweg. 3 Uhr früh. Ich bin jetzt am Eingang der Höllentalklamm. Und weil ich weiß, dass es gleich nass wird, habe ich mir auch wohlweislich meine Regenjacke wieder angezogen. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der um diese Zeit unterwegs ist. Vor ein paar Minuten habe ich hier 3 Taschenlampen umhergeistern sehen, in einiger Entfernung vor mir. Also, ich bin nicht der einzige Bekloppte.
Abschluss. Beleuchtete Tunnel. Ausgang der Höllentalklamm. Es ist 3.30 Uhr. Ab hier öffnet sich die Klamm wieder. Ist also nichts mehr Aufregendes bis zur Höllental-Angerhütte. Und bis dahin lasse ich die Kamera aus, ist sowieso dunkel. Und wenn ich dort bin, müsste es so langsam aus sicher hell werden. Dann schalte ich die Kamera wieder ein. Bis dann. Es ist jetzt 4.10 Uhr und ich bin an der Höllental-Angerhütte angekommen. Sonnenaufgang ist erst um 5.15 Uhr. Ich habe also noch eine ganze Stunde Zeit. Man sieht am Himmel allerdings schon, dass es ganz, ganz langsam ein bisschen heller wird.
Also es braucht nicht mehr lange, vielleicht noch so eine halbe Stunde und dann kann ich ohne Taschenlampe weiter wandern. Vielleicht sieht man es ja schon ein bisschen. Das sind die Lichter der Höllental-Angerhütte. Jetzt schwenke ich mal nach oben. Ja, so ein kleines bisschen. Könnt ihr schon sehen, dass es heller wird. Ist aber alles noch wolkenverhangen. Von wegen Kaiserwetter. Ab hier beginnt allerdings der Einstieg Richtung Großer Wachsenstein. Und der ist nicht ganz ohne. Und deswegen nutze ich die Zeit, bis es hell wird, für eine ausgedehnte Pause. 4.45 Uhr. So langsam, aber sicher wird es hell. Aber nach wie vor Wolken verhangen. Es ist jetzt schon hell genug, dass ich ohne Taschenlampe nach dem Eingang zum Weg zum Großen Wachsenstein suchen kann. Und genau das mache ich jetzt auch, weil mir wird es langsam kalt und ich muss mich bewegen. 5 Uhr früh. Und ich habe den Einstieg gefunden. Das ist dieses kleine Pfädchen hier. Da vorne ist das Wasserreservoir für die Höllental-Angerhütte. Jupp, ich bin hier richtig. Rote Markierung. Und es fängt schon gleich gut an. Da hoch. Alter, das ist krass. Weniger schön ist diese Suppe hier. Da werde ich gleich reinkommen, schätzungsweise. Also was ich echt gut finde, obwohl der Weg nicht sonderlich begangen ist, sind doch immer wieder rote Punkte da. Das hilft doch schon enorm bei der Orientierung. Ah, passt noch alles. Rote Markierung. Markierung. Okay. Etwas steiler. Es wird ja doch noch was mit dem blauen Himmel. Jetzt reißt es langsam auf. Das ist ein fantastisches Schauspiel. Es ändert sich von Sekunde zu Sekunde. Und ich bin jetzt hier an einem markanten Punkt angekommen, nämlich dieser eine freistehende Baum. Und laut meinem Bergführerbuch ist das genau richtig. Es ist jetzt 6 Uhr früh und ich bin auf 1630 Meter. Auf 2276 will ich noch. So hoch ist nämlich der große Wachsenstein. Hab also noch ein bisschen was zu tun. Ich muss nur ständig Pausen machen, weil ich werde hier in dieser Höhe wohlgemerkt von wahren Horden von Zecken heimgesucht. Es ist nicht zu fassen. Meine ganze Hose war gerade eben voll. Pervers.
Apropos Horden, was es hier auch massenweise gibt, ist das hier. Es ist echt unglaublich, wie viel hier auf dem Weg sind. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht versehentlich auf einen drauf tritt. Keine 5 Minuten später, damit ihr mal sehen könnt, wie schnell sich das ändert, da war gerade eben noch blauer Himmel. Und jetzt ist hier im Tal alles voll mit Suppe. Aber nicht nur im Tal, auch da, wo mein Weg weitergeht. Ich bin jetzt mitten in der Wolke drin. Dank der guten Markierung ist die Orientierung allerdings kein Problem. Also statt den roten Punkten könnte man zur Orientierung auch das nehmen. Echt ständig. Ui, jetzt wird's interessant. Geht's da die Sirene rauf? Da ist noch eine rote Markierung. Ich glaube, da hinten ist noch eine. Ja. Nein, es geht da rauf. Schade eigentlich. Wäre ich gern hochgeklettert. Aber so eine Rinne kommt später noch. So eine einladende Rinne. Aber falscher Weg. Da geht's lang. Da sehe ich einen roten Punkt. Ja. Ich bin jetzt auf 1830 Meter. Es ist 6.30 Uhr, wie ihr seht, ist immer noch überall Suppe, ist ein bisschen schade, aber es macht trotzdem einen Riesenspaß. Eine super Tour, bisher jedenfalls. Es wird heller. Und ich komme höher. Ich denke mal, dieser Berg da, der sich so ganz fein da abzeichnet, das müsste der große Waxenstein sein. Ich höre die ganze Zeit schon die heiseren Warnschreie der Berggemsen. Aber ich habe keinen zu Gesicht bekommen, bis gerade eben. Die sind in dem Nebel kaum auszumachen. Boah, was für ein Anblick. Der Berg schält sich langsam aus dem Nebel heraus und die Sonnenstrahlen treffen auf ihn drauf. Das sieht toll aus.
Und auch auf der gegenüberliegenden Seite hat sich etwas getan. Und vor allen Dingen nach oben hin. Yay! Also wenn ich gestern hier gewesen wäre, hätte ich definitiv nur dicke Suppe gehabt. Ich denke, da habe ich doch die richtige Entscheidung getroffen. Auch wenn es ziemlich heftig wird, weil ich ja noch heimfahren muss am gleichen Tag und morgen wieder arbeiten. Egal. Das ist es wert. Und während ich jetzt gequasselt habe, hat sich der Berg komplett enthüllt. Das GPS kann man hier übrigens voll vergessen. Das spackt schon seit Anfang an rum, zeigt nicht die richtige Position. Ihr seht ja da den roten Pfeil, aber da bin ich nicht. Ich bin etwa da, wo jetzt das Fadenkreuz ist. Und das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Und das, obwohl ich zwei SIM-Karten drin habe mit zwei verschiedenen Netzen, die zusätzlich noch helfen bei der Ortung. Voll daneben. Tja, das sieht man mal. Technik ist nicht alles. Das sieht so toll aus. Muss ich euch einfach zeigen. Meter, 7 Uhr früh. Und jetzt wird es auch mal Zeit, was Ordentliches zu frühstücken. Kohldampf für die Sau. Ich habe mir hier ein halbwegs steinschlaggeschütztes Plätzchen gesucht. Ist zwar nicht perfekt, aber das Beste, was hier in der Umgebung zu finden ist. Ich zeige es euch mal von oben. Das ist hier auf so einem Felssporn, da wo mein Rucksack liegt. Und nach oben ist da erstmal so ein Absatz. Und schon ein bisschen Platz. Ist wie gesagt das Beste, was hier zu kriegen ist. Weil hier drüben ist mir das zu gefährlich. Und da ist er wieder, der Moment, mein persönlicher Sonnenaufgang. Und jetzt noch was mampfen und dann ist die Welt in Ordnung. Und keine Minute später jetzt das. Suppe. Krass. So. Und es geht weiter. Die Orientierung wird jetzt hier etwas schwieriger. Rote Punkte sind Mangelware. Man kann sich eigentlich nur noch an den Steigspuren hier orientieren. Auf dem Weg. Was haben wir denn hier? Darüber geht's. Das war jetzt Glück. Da hätte ich mich jetzt verstiegen. Jetzt scheint die Angelegenheit eine Spur härter zu werden. Jetzt geht es nämlich wirklich darauf. Wo ist Krackeln angesagt? Wenigstens gibt es hier wieder gute Markierungen.
Yes. Auf die Markierung habe ich gewartet. Geh wie großer Wachsenstein. Die Markierung ist etwa auf 1975 Meter Höhe. Es ist jetzt 7.40 Uhr. Und jetzt beginnt sozusagen der Endspurt auf den Gipfel. Jetzt in 2030 Meter Höhe und diese Markierung hier, die zeigt mir an, dass es jetzt in der sogenannten Wachsensteinrinne hier nach oben geht. Da ist auch schon ein Pfeil und ab hier ist wohl auch wieder ein bisschen Kletterei angesagt. Schnee liegt auch noch drin in der Rinne. Diese Rinne muss ich jetzt etwa 140 Höhenmeter nach oben.